Einen wunderschönen guten Tag bei der neuen Ausgabe von Umsonst gezockt für den August 2015, wie versprochen oder wie befürchtet ein bisschen später als gewohnt, da halt die Gamescom gerade diesen Monat war und wir da noch ein bisschen aufholen mussten. Ihr habt ja gesehen, was da an Videos und an Podcasts kam und dann hatten wir unser Sommer-Megatest-Video, das für Rocket Beans fertig werden musste, aber jetzt haben wir Zeit hier für eine neue Folge von Umsonst gezockt und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, weil da wird diesen Monat so einiges geboten. Nicht wundern übrigens, falls ihr es in einem der anderen Videos oder bei Tempto 3 noch nicht mitbekommen habt. Wir haben jetzt diese wunderschönen neuen Mikros, deswegen sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, darüber kommen hinweg, wenn man denn die bessere Tonqualität bedenkt. Hurra, hurra. Wir fangen wir mal an mit PlayStation und zwar dort, was auf der PS4 angeboten wird. Und das ist tatsächlich einiges, sind zwei richtig coole Spiele. Und zwar haben wir da zuerst Lara Croft and the Temple of Osiris. Das ist das Sequel zu, ich glaube, es war Lara Croft and the Guardian of Light, aber glaube ich der Name. Das war damals so ein Zwei-Spieler-Koop-Ding, wo du aus der isometrischen Perspektive heraus Rätsel gelöst hast, durch verschiedene Gräber dich gekämpft hast und dann eben zusammenarbeiten musstest. Und das ist auch jetzt der Fall. Jetzt ist es darauf ausgelegt, mit vier Leuten statt mit zwei Leuten gespielt zu werden. Und es gibt auch einige andere Änderungen im Detail. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie glücklich ich über die meisten dieser Änderungen bin. Ich hatte sehr viel Spaß mit Guardian of Light. Ich habe das damals in ein, zwei Tagen mit meinem Bruder zusammen durchgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und wir hatten da viel Freude mit. Es ist allerdings wesentlich schwieriger, vier Leute zusammen zu bekommen im Vergleich mit den zwei Leuten vom ersten Teil. Jetzt gibt es halt auch einen Online-Modus, wo man das machen kann, aber das macht halt nur halb so viel Spaß und man muss sich dann auch wirklich einigermaßen oder man sollte dann auch miteinander sprechen können, weil man ja eben miteinander arbeiten muss, um die Rätsel zu lösen. Das geht natürlich auch über Headset, aber ist halt wie gesagt ein bisschen ein anderes Feeling. Deswegen habe ich das dann jetzt erstmal etwas ausführlicher alleine gezockt und ja, es macht da auch durchaus Spaß. Man selbst hat dann eben diese ganzen Fähigkeiten normalerweise auf die vier Charaktere verteilt werden. Man hat halt einmal so einen Stab, den man mit L2 benutzen kann, womit man Plattformen heben und senken kann. Man hat einen so einen Energiestrahl, womit man so Spiegelrätsel löst, ne, wo du so halt Energiestrahlen von Spiegel reflektieren musst und dann löst du dadurch Rätsel. Ihr habt den Enterhaken von Lara, wo ihr euch irgendwo hochhangeln könnt. Ihr habt eine Fackel, wie ihr mit L1 auslösen könnt. Ihr habt also ganz, ganz viele verschiedene Werkzeuge, die alle auf den Schulterbutton jederzeit zur Verfügung stehen und ihr dann jederzeit benutzen könnt, um halt dann auch Rätsel alleine zu lösen. Denn wenn ihr es alleine spielt, sind diese drei anderen Leute nicht immer dabei, sondern ihr lauft wirklich allein durch die Gegend, was ein bisschen komisch ist, weil ihr trotzdem immer die Dialoge zwischen all den vier Leuten hört, aber nur euch selbst als Lara seht. Ja, das ist nicht perfekt gemacht. Die Rätsel sind auch tatsächlich ein bisschen modifiziert, damit man eben alleine sie auch lösen kann und eben nicht dann irgendwie an einem Abgrund steht, wo eigentlich auf der anderen Seite jemand helfen sollte. Wenn man nur alleine spielt, ist keiner da und dann funktioniert das nicht mehr, sondern die Rätsel sind alle so modifiziert, dass sie alleine funktionieren. Es gibt ein Kampfelement, wo du halt verschiedene Waffen looten kannst. Tatsächlich, ja, es gibt halt ganz viel Loot, wo du dann halt neue Waffen ausrüsten kannst und legendäre Waffen, die haben dann manchmal einen Eiseffekt und dann ballerst du eben auf die Gegner und besiegst sie so. Und mit diesem Loot-Ding habe ich tatsächlich so ein kleines Problem, weil überall, wo ihr jetzt rumlauft, überall liegen so kleine Kristalle rum, was halt eure Punkte sind. Und die müsst ihr quasi aufsammeln. Mit diesen Punkten schaltet ihr oder bekommt ihr die Möglichkeit, Truhen zu öffnen, die am Ende jedes Grabes warten. Ihr bekommt also sehr viel seltener wirklich vorgegebene neue Ausrüstung, sage ich mal, sondern ihr bekommt immer irgendein zufälliges, sehr rares oder öfter gesehenes Loot, was jeweils, was halt gerade in der Truhe halt ist und wie selten die Truhe ist, die er da gerade aufmacht und wie viel er dafür bezahlt, dass er die Truhe aufmacht. Dazu stehen dann irgendwie 15 Truhen am Ende jedes Grabes und davon kann ich dann halt nur eine öffnen, weil ich nur genug Geld habe für eine Truhe. Das nimmt ihm halt so ein bisschen das Entdeckergefühl halt, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich renne jetzt hier durch das Grab, um wirklich einen speziellen Gegenstand zu finden. Stattdessen finde ich dann halt einfach nur das Amulett des Osiris, das dann mir ein bisschen mehr Schaden macht und 3% mehr Nachladegeschwindigkeit oder sonst irgendwas. Das gibt mir bei weitem nicht so viel wie halt einfach Loot, was wirklich einzigartig ist und was eigens designt wurde. Das finde ich ein bisschen schade, auch weil das Spiel halt ansonsten nicht jetzt wirklich auf
diesen Loot-Aspekt ausgelegt ist. Also die Gegner droppen jetzt halt keine neuen Waffen oder sowas, sondern die Gegner droppen alle halt einfach nur diese Punkte. Und in den Gräbern findet ihr einfach nur diese Punkte. Und ihr müsst immer 10-mal durch die ganzen Räume laufen, um alle Punkte einzusammeln. Und ihr müsst alle Vasen kaputt schießen, damit ihr die Punkte darin bekommt. Und Punkte, aber ja, weiß ich nicht. Hat mich jetzt nicht so ganz packen können. Leider hat mir der erste Teil ein bisschen mehr Spaß gemacht, auch weil ich das Szenario nicht so spannend finde. Ihr seid in Ägypten unterwegs, zusammen mit Isis hieß die Dame und ist gleich, ich glaube, es war Horus. Ich glaube, es war Horus. Jedenfalls geht es halt um ägyptische Mythen, ägyptische Götter. Deswegen sind halt die Szenarien alle recht braun, sandig, wüstig. Nicht sonderlich spannend, leider. Story hat kaum Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, was auch in Ordnung wäre, wenn es halt in anderen Aspekten wirklich reinhauen würde. Tut es aber meines Eindrucks nach nicht. Hat mich also schon unterhalten, aber vor allen Dingen im Vergleich zum ersten Teil konnte es da nicht ganz auftrumpfen. Lara Croft Temple of Osiris kann und sollte man umsonst durchaus mal ausprobieren. Gerade wenn ihr dann auch noch drei Kumpel habt, mit denen ihr spielen könnt. Ansonsten vielleicht eher zum ersten Teil greifen. Als zweites im Bunde bei der PS4 gibt es Limbo und das sollte den meisten von euch bekannt sein. Limbo ist ein 2D-Side-Scroller mit einer großen Fokus auf Atmosphäre und auf Geschichte, ohne dass jetzt wirklich viel oder irgendwie erzählt wird. Das Spiel ist komplett stumm, die Musik ist ganz, ganz zurückhaltend, ihr habt meistens nur leicht bedrohliche Soundeffekte. Das Spiel ist unglaublich brutal, ohne wirklich viel Gore oder Blut zu zeigen. Also es geht schon ordentlich zur Sache, aber es ist halt alles schwarz-weiß, deswegen ist es jetzt nicht unglaublich detailliert, aber ihr spielt eben einen kleinen Jungen oder einen jungen Jugendlichen und was mit dem alles in diesem Spiel passiert, wie er hier sterben kann, das ist wirklich, wirklich heftig. Ich habe mich mega erschrocken schon in diesem Spiel, Angst gehabt. Es gibt einen Moment in diesem Spiel, der einer der schlimmsten Horrormomente aller Zeiten für mich war. Ich möchte auch nicht sagen, welcher das war, falls ihr noch nicht gespielt habt. Ich habe es auch jetzt nochmal für die PS4 dann nochmal so zur Hälfte durchgespielt. Das geht sehr schnell, wenn man halt noch genau weiß, wie man die ganzen Rätsel lösen muss. Und es hat nichts von seiner Faszination verloren. Es sieht immer noch genauso großartig aus wie damals. Falls ihr Limbo noch nicht gespielt habt, die wenigen seit ihr es verpasst habt, müsst ihr es nachholen. Da wirklich gar keine Frage. Nehmt euch 2, 3, 4 Stunden Zeit. Das variiert ganz stark, wie lange ihr braucht, je nachdem, wie lange ihr eben an Rätsel sitzt. Eher 3 als 4 Stunden. Nehmt euch diese Zeit und spielt in einem Rutsch durch. Lasst euch in diese Welt versinken und dann denkt vielleicht ein bisschen danach drüber nach, weil mich zumindest hat das Spiel nicht so schnell losgelassen. Ich musste da tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, was da passiert ist und sowas. Grandioses Ding war eines so dieser ersten Cinematic 2D-Side-Scroller-Spiele, wo die halt aus diesem Genre mehr gemacht haben als springen von links nach rechts und hüpfen auf Plattformen und yada yada yada, sondern was eben einen bisschen größeren Fokus auf die Atmosphäre und die Erzählung legt. Limbo, absolute, absolute Empfehlung. Die nächsten beiden Spiele gibt es auf allen Sony-Geräten, also auf PlayStation 3, PlayStation 4 und auf der PlayStation Vita sogar. Zunächst einmal wäre das Soundshapes. Soundshapes wollte ich ja mal ausprobieren, bin ich leider nicht zugekommen. Jetzt habe ich endlich die Chance dazu bekommen und bin absolut begeistert. Es ist ein 2D-Jump'n'Run, so à la Super Meat Boy, kann man schon sagen, mit sehr schnellen Respawns, was sehr direkt reagiert. Du hast einen Sprintknopf und einen Sprungknopf und mehr eigentlich auch nicht. Was auch ähnlich zu Super Meat Boy ist, dass du an Wänden klebst, aber das Soundshapes geht noch ein bisschen weiter. Ihr könnt nämlich wirklich an bestimmten Wänden entlang fahren. Ist halt so ein komischer Ballblob und der kann sich halt wirklich an den Wänden dran packen und dann könnt ihr auch kopfüber da lang laufen und sowas. Das ist sehr ziemlich, ziemlich cool. Ihr sammelt in den ganzen Leveln so Punkte ein und wenn ihr Punkte aufsammelt, dann wird quasi anstelle dieses Punktes ein neues Instrument oder ein neuer Ton im Hintergrund-Soundtrack aktiviert. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil sie da auch ein bisschen von außerhalb Unterstützung bekommen haben, zum Beispiel von dem Herrn Guthrie.
oder Guthrie ausgesprochen, bin mir nicht sicher. Das war derjenige, der auch den Soundtrack für Super Brothers Sword and Sorcery gemacht hat, wer das noch kennt. Ein super Spiel und auch alle Level, die diesen Soundtrack besitzen, sind im Grafikstil von Super Brothers gemacht, was total cool ist und deswegen habt ihr dort verschiedene Welten, die alle von Grund auf unterschiedlich aussehen. Es ist nicht eben nur einfach ein Grafikstil und es gibt dann eine Welt, eine Wüste und eine Wiesen und eine Wasserwelt, sondern wirklich, es sind von Grund auf unterschiedlich aufgebaute Welten mit unterschiedlichen Mechaniken und unterschiedlicher Musik und ganz unterschiedlichen Grafikstilen. Dazu eben ein grundsolides, wenn nicht sogar sehr gutes 2D-Jump'n'Run, die ich sowieso sehr gerne mag, mit ganz toller Musik. Da kommt alles zusammen, was zusammen muss, was zusammen gehört. Wir haben später nochmal ein 2D-Jump'n'Run. Es ist kein Jump'n'Run, aber zumindest ein Spiel, was sehr großen Fokus auf seine Musik legt und das ich ebenfalls sehr, sehr cool finde. Dazu aber später, jetzt erstmal die Ansage, dass Soundshapes, das müsst ihr unbedingt ausprobieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr irgendein Sony-Gerät besitzt, könnt ihr es euch runterladen. Falls ihr dazu noch ein bisschen ein Fable für Musik und besonders für Spielemusik habt, dann sollte das im Grunde gar keine Frage mehr sein. Soundshapes ebenfalls richtig großartig. Und da wir einmal beim 2D-Jump'n'Run-Genre sind, bleiben wir direkt da mit Stealth Inc. 2, A Game of Clones, wobei es hier eher, also nicht komplett, aber es geht eher in die Richtung eines Puzzle-Plattformers. Ihr seid dort halt ein Klon, der in einer Testing-Einrichtung ist, um allerhand Geräte auszutesten. Und da bekommt ihr eben die Möglichkeit, in verschiedenen Challenge-Räumen halt einfach ans Ziel kommen. Und obwohl das Spiel Game of Clones heißt, war es bei mir, ich habe jetzt, glaube ich, eine Stunde, knapp zwei vielleicht gespielt, eher eine Stunde. Und da trefft immer wieder auf Klone von euch, die ebenfalls in dieser Facility unterwegs sind. Aber bisher habe ich sie noch nicht gesteuert. Also es war bisher immer so, dass sie dann automatisch quasi euch bei diesen Rätseln geholfen haben. Und das hat ziemlich Laune gemacht, weil es sieht A, großartig aus, hat ganz, ganz großartige Animation, spielt sich extrem flüssig, steuert sich genauso, wie man sich das erhofft von so einem Ding. Und dazu hat es noch einen erstaunlich großen Fokus auf Inszenierung und Geschichte, denn das komplette Intro zeigt eben, wie du quasi aus den vorgegebenen Pfaden dieser Testeinrichtung entkommst und quasi da ausbrichst und wie ein Mensch, der eben dich da quasi hingesetzt hat, damit du die Tests machst, versucht sich halt einzufangen auf die brutalstmöglichen Art und Weise. Er versucht sich im Grunde einfach nur aufzuhalten, indem er dich halt töten will. Und dann siehst du halt immer links und rechts, wie deine Freunde irgendwie in Fallen feststecken und dann zermalmt werden oder sowas und du entkommst gerade so. Das ist alles ziemlich mitreißend und ziemlich geil inszeniert. Ich bin dann gespannt, was sie noch für Puzzle-Elemente da auf mich zuwerfen, was für Werkzeuge mir noch an die Hand gegeben werden. Das werde ich auf jeden Fall auch noch weiterspielen und war für mich echt ein Überraschungsding. Wie der Name schon sagt, Stealth Inc. gibt es eben auch Stealth-Elemente, dass ihr eben so einen Sichtradius von den Gegnern habt und dort eben ausweichen müsst. Allerdings ist es nicht etwas, was ich als Stealth-Spiel bezeichnen würde. Ich habe mich da erst auch ein bisschen vom Namen abschrecken lassen, weil 2D-Stealth finde ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Das hat leider bei mir bei Mark of the Ninja schon nicht so ganz großartig funktioniert, obwohl es ein tolles Spiel ist. Deswegen habe ich Stealth Inc. nie so ganz wirklich genau beobachtet. Jetzt kann ich aber sagen, völlig zu Unrecht, es ist ein richtig tolles Spiel, sieht super aus, macht alles genau so gut, wie es das machen will und sollte man unbedingt ausprobiert haben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ein weiteres richtig tolles Spiel im Paket, wie gesagt, für PS3, PS4 und PS Vita, Stealth Inc. 2, A Game of Clones. Die PlayStation 3 und PlayStation Vita bekommen dazu auch noch Castle Storm, wo ich bereits vor einigen Wochen oder Monaten ausführlicher darüber gesprochen habe, als es das auch für die Xbox One gab. Deswegen würde ich euch einfach mal per Link irgendwo hier im Bild darauf verweisen. Ich hatte damit zwar meine Freude, aber es war für mich jetzt nicht allzu groß spannend. Es würde sich aber auf jeden Fall für die PlayStation Vita für unterwegs eher eignen als für zu Hause, glaube ich. Wie gesagt, ausführliches gibt es hier unter diesem Link.
auf der PlayStation 3. Gibt es dann zum Schluss auch noch ein einzelnes Highlight? Oder, Highlight ist stark übertrieben. Es gibt zumindest ein AAA-Spiel. Ich glaube, es ist ziemlich das einzige große AAA-Spiel bei PlayStation diesen Monat. Nämlich God of War Ascension. God of War Ascension ist ein Spiel, ein Spin-off der God of War-Reihe, wie der Name bereits verrät. Und ich würde mich schon als Fan von God of War bezeichnen. Es war immer so ein Character-Action-Game für die Leute, die mit dem Genre eigentlich nicht so viel anfangen können, die also bei Bayonetta oder sowas aussteigen, weil es einfach zu viele Kombinationen sind und es zu schnell und hast ja nicht gesehen. Da muss man ja wirklich ein bisschen Arbeit reinstecken, um damit klarzukommen. Und God of War ist eben im gleichen Genre angesiedelt, macht das alles ein bisschen zugänglicher und legt einen größeren Fokus auf Inszenierung als jetzt wirklich auf den Schwierigkeitsgrad. Und das ist auch völlig in Ordnung. God of War Ascension verliert allerdings die meisten Leute dann einfach dadurch, dass es nichts mehr zu erzählen hat. God of War 3 war dieser große, krasse Abschluss und Ascension sieht sensationell aus, grafisch wirklich, ist wahrscheinlich, ich würde sagen, das bestaussehendste PS3-Spiel, aber dahinter steckt halt nicht sonderlich viel, es wird nichts groß erzählt. Prequels hatten wir mit God of War, Chains of Olympus und Ghost of Sparta schon, deswegen bleibt Ascension nur eine sehr konsequenzlose Nebengeschichte zu erzählen, die eigentlich völlig uninteressant ist, leider Gottes. Die Kämpfe sind altbekannt, die meisten Gegner sind einfach nur bekannte Gegner in einem bisschen anderen Skin, also die sehen jetzt halt ein bisschen anders aus, aber du erkennst ganz genau, dieser Typ ist einfach nur der Typ aus God of War 3, das ist immer sehr offensichtlich. Und der Multiplayer-Modus, der dann dabei ist, will ich gar nicht groß drüber sprechen, weil dann habe ich kurz ausprobiert und der hat mir gar keine Freude gemacht, muss ich zugeben. Deswegen, vielleicht macht er euch mehr Spaß. Der wird jetzt bestimmt auch durch dieses PS Plus Angebot neu besiedelt werden. Für mich war es leider nichts. Kann man oder sollte man auch durchaus ausprobiert haben, wenn man God of War mag. Umsonst auf jeden Fall. Als Vollpreistitel damals war es eine Enttäuschung. Für umsonst oder für die Kosten des PlayStation Plus Abos legen ja einige viel Wert drauf von euch. Dafür lohnt es sich dann schon eher. Einfach mal reingucken, dann seht ihr ja, wie es da bei euch aussieht. Mittlerweile ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, seit das letzte God of War erschienen ist, wenn wir mal God of War 3 Remastered ausklammern. Deswegen habt ihr da vielleicht auch ein bisschen mehr Bock drauf. Kleine Warnung allerdings, es gibt immer noch die Ansage von Sony, dass God of War Ascension Remastered auch in Entwicklung ist. Das wurde damals, ich glaube, noch vor God of War 3 sogar angekündigt. Und erst vor ein paar Monaten hat Sony auch gesagt, ja, das soll noch kommen. Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört. Also, ich weiß nicht, ob noch eine Remastered-Version kommt, ob ihr da eher darauf warten wollt, auf der PS4 oder nicht. Das sei euch überlassen. Von mir erstmal die Ansage. Okayes Spiel, für mich damals sehr enttäuschend. Für Kosten, für umsonst kann man es aber mal ausprobieren. Die Xbox One zieht nun auch mit Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes nach. Sehr passend, weil in 2 Wochen natürlich auch endlich Phantom Pain erscheint. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Ich habe gerade als Vorbereitung sogar auf der Xbox One wieder Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes nochmal ausführlich gespielt und durchgespielt und mir die ganzen Kassetten angehört, die man sammelt. Und dieses Spiel ist so unglaublich verstörend und einzigartig. Also ich hatte noch in Erinnerung, wie fucked up es wird in dieser Geschichte, aber das dann wirklich nochmal zu hören, das hat mich dann wieder schockiert. Ich glaube, ich kenne kein Videospiel, was so weit geht wie Ground Zeroes in der, im Zeigen beziehungsweise im Zurschaustellen von Gewalt und auch von sexueller Gewalt. Viel passiert da eben nur durch Kassetten, also nur durch Ton. Aber das reicht dann auch. Also, wenn das noch gezeigt worden wäre, das wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Das bräuchte ich dann auch nicht. Aber so ist es sehr, sehr einzigartig und ich hoffe, dass Phantom Pain da dann auch nachlegen kann und zeigen kann, dass das einen Grund hatte, dass das so gezeigt werden musste. Spielerisch ebenfalls großartig. Ich habe da auch schon ein bisschen drüber geredet, als es bei PS4 im Angebot war und wer ausführlich da meine Meinung zu wissen will, der klickt einfach hier irgendwo auf einen Link, weil das war nämlich mein Testvideo damals zu Ground Zeroes bei Giga Games. Da habe ich ausführlich darüber gesprochen und euch ausführlicher erklärt, wieso ich das Spiel so sehr mag. Kostenlos auf jeden Fall ausprobieren. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes auf der Xbox One gibt's noch bis Ende August im Angebot.
Das zweite Xbox One-Angebot kann da nicht ganz mithalten. Da gibt es nämlich How to Survive. Und das ist ein sehr, sehr, sehr klassisches, durchschaubares Survival-Spiel, wo ihr auf einer Insel, und haltet mich an, wenn ihr das schon mal gehört habt, geht das auf Deutsch? Ich sag's einfach auf Deutsch so. ihr seid nämlich auf einer Insel mit Zombies und müsst dann überleben. Und ihr habt seid alleine und müsst dann die Zombies kaputt schnitzeln. Also ganz, ganz einzigartiges Szenario. Genauso wie auch die Spielelemente einzigartig sind, nämlich halt, ihr habt ein Crafting-System und müsst dann Waffen miteinander kombinieren, um dann bessere Waffen zu bekommen. Nachts müsst ihr Lagerfeuer erstellen, damit dann die Viecher nicht zu euch kommen. Das wird alles aus so einer ISO-Perspektive gezeigt und das sieht tatsächlich grafisch auch alles ziemlich in Ordnung aus, aber hatte wirklich für mich jetzt gar kein Alleinstellungsmerkmal. Das war genauso durchschnittlich, wie der Name hat vermuten lassen, muss ich für mich tatsächlich sagen. Aber, wichtiges Aber, ich bin auch kein Fan des Genres. Ja, ich mag diese Survival-Spiele, Crafting-Spiele allgemein nicht so sehr, auch mit Dead Island, was ja in einer sehr, sehr leichteren Variante nur Teil dieses Genres ist, weil man halt ein paar Waffen kombinieren kann. Aber selbst Dead Island hat mir da schon nicht besonders viel Spaß gemacht und How To ist dann eben so eine Kombination aus Dead Island und diesen ganzen klassischen Crafting-Survival-Spielen. Hat mir nicht viel Freude gemacht, wenn ihr Fan des Genres seid, vielleicht ist das eher was für euch. How to Survive auf der Xbox One ist noch bis zum 14. oder 15. September im Angebot, also bis Mitte September noch. Auf der Xbox 360 gibt es dann einen Doppelpack und weil diese Folge jetzt halt so spät kommt, habt ihr das erste schon verpasst, aber ich hoffe, ihr habt dann einmal selbst gesehen, dass es das gab und es runtergeladen auf der 360, nämlich Metro 2033 und dann jetzt gab es vom 1. bis zum 15. und jetzt vom 15. bis Ende des Monats gibt es Metro Last Light, also die beiden Teile in einem Paket. Superbe Spiele, ganz, ganz großartig, hat mir super viel Spaß gemacht. Last Light habe ich damals... Hat mich damals sehr an Half-Life 2 erinnert, von nicht unbedingt von seinen revolutionellen Spielmechaniken her, aber zumindest von der Herangehensweise an Storytelling her und von der Konzentration auf die Atmosphäre her. Ich liebe Last Light über alles. Metro 2033 konnte da nicht so ganz mithalten, ist aber trotzdem ein gutes bis sehr gutes Spiel. Ich würde sagen, ein sehr gutes Spiel mit einzelnen Passagen, die sehr frustrierend sein können. Soweit ich es gesehen habe, sind das allerdings halt nur die klassischen Versionen davon, also die ursprünglich erschienenen. Ich glaube, die Redux-Varianten gibt es auch gar nicht auf der 360. Deswegen würde ich da fast eher sagen, wenn ihr ein paar Euro übrig habt und einen PC, der das kann, oder eine Next-Gen-Konsole, dann kauft euch lieber Last Light und 2033 in einem Paket in der Remastered-Variante, in der Redux-Variante, weil besonders beim ersten Teil bei 2033 wurden auch spielerische Änderungen übernommen von Last Light rückwirkend und das hat wirklich viel ausgemacht, weil gerade die Stealth-Elemente waren im ersten Teil noch ziemlich unausgegoren. Man kann auch so damit Spaß haben, ich hatte auch sehr viel Spaß damit in der Ursprungsvariante mit beiden Spielen, aber ihr werdet noch deutlich mehr damit Spaß damit haben, wenn ihr es in der Redux-Variante spielt. Deswegen, das ist meine Empfehlung, wenn ihr gar keine Kohle übrig habt, einfach nur mal reingucken wollt oder falls vielleicht guckt ihr als A-Demo erstmal kostenlos rein und legt dann irgendwie noch einen Zehner hin für die Next-Gen-Variante. Ich glaube, das lohnt sich eher für Metro 2033 und Metro Last Light. Beim PC werde ich heute EA Origins überspringen, denn da gibt es immer noch Zuma's Revenge. Sehr spannend. Aber diesmal habe ich ein Humble Bundle Paket im Angebot. Auch ein größeres. Und ich hoffe deshalb, dass jetzt nicht morgen wieder noch ein größeres Angebot anboten wird, wie das jedes Mal der Fall ist. Verdammte Scheiße. Deswegen gehe ich jetzt erstmal drauf ein, was wir hier haben. Das Humble PC und Android Bundle. Also alles, was ihr da kauft, könnt ihr sowohl auf Android-Smartphones oder Tablets als auch auf dem PC spielen. Und da gibt es erstmal, wenn ihr für jeden Preis, für jeden Betrag, den ihr bezahlt, bekommt ihr Crimson Land, Neverending Nightmares, Beat Buddy und Photonica. Und ab, wenn ihr den Durchschnittspreis übersteigt, der im Moment bei gerade mal $2.90 liegt, bekommt ihr auch noch Tiny Keep, Crown Takers und Monster Loves You dabei. Und da sollen auch noch einige Spiele dazukommen später. Ich kenne einige dieser Spiele nicht, allerdings kann ich euch schon wegen zwei Spielen sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, nämlich Photonica und Beat Buddy.
Buddy. Beat Buddy habe ich gerade erst einen Code bekommen, weil es auch gerade erst auf Xbox One und Wii U erschienen ist. Und das spiele ich gerade auf der Xbox One und es macht mir wahnsinnig viel Laune. Das ist dieses andere 2D-Musikspiel, was ich vorher erwähnt habe, schon bei Soundshapes. Ihr schwimmt dort als Beat Buddy durch den Ozean, durch eine Welt, die komplett über Musik funktioniert. Also alle Gegenstände, die ihr benutzt, haben irgendeinen Zusammenhang mit Musik. Alles, was ihr macht, erzeugt Musik. Ihr habt ein Fahrzeug, was sich im Beat der Musik bewegt und ihr könnt zum Beispiel einen Boost aktivieren mit diesem Fahrzeug, aber nur bei jedem zweiten Beat. Also da müsst ihr tatsächlich ein bisschen Rhythmusgefühl beweisen. Ansonsten die Aufgaben oder die, sag mal, die Herausforderung bei diesem Spiel kommt daher, dass ihr halt kleinere Rätsel lösen müsst, Schalterrätsel oder wieder solche Spiegelrätsel, wo ihr euch dann selbst irgendwie in... Ihr habt halt so Launchpads, wo ihr selbst reinschwimmt und dann launcht euch das zur Seite und dann habt ihr so Trampoline, die ihr ausrichten müsst und dann müsst ihr es halt schaffen, genau von bestimmten Hindernis gelauncht zu werden und dann zerstört ihr das eben. So eine Art Rätsel gibt es da ganz, ganz viel. Das Spiel macht aber wegen der Musik wahnsinnig viel Laune, denn die haben da richtig einige Hochkaräter rangekarrt und ich möchte euch ja nicht zu viel zu spoilern, also die Überraschung macht da auch viel aus, aber einer der Typen, der am ersten Level direkt reinhaut, ist einfach mal Parov Stelar und wer sich ein bisschen mit dem Genre der Musik auskennt, der wird ihn glaube ich auch kennen. Ich bin jetzt kein riesiger Musikexperte, aber selbst ich kenne und mag Parov Stelar sehr, sehr gerne und als der hat einen eigenen Song gemacht für dieses Spiel und das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob dieser Song extra dafür gemacht wurde oder ob der irgendwie neu war und dann direkt lizenziert wurde. Das weiß ich natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall perfekt auf dieses Spiel ausbalanciert und die Level sind perfekt auf diesen Song ausbalanciert. Macht total viel Laune. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob vielleicht das Szenario, das Unterwasser-Szenario ein bisschen langweilig wird nach einiger Zeit. Ich bin noch nicht durch. Ich bin so anderthalb Stunden drin. Also ich muss halt auch gucken, wie viel unterschiedliche Szenarien, die innerhalb dieser Unterwasserwelt mir dann bieten können. Aber allein von dem, was ich gesehen habe und gespielt habe, habe ich wahnsinnig viel Spaß dran gehabt. Wegen der Grafik, die toll ist, wegen der Musik, die toll ist und auch wegen den ziemlich, ziemlich unterhaltsamen Dialogen. Hat mir sehr, sehr viel Laune gemacht. Beat Buddy. Dann gibt es noch Photonica, was wir euch mal, ich glaube, im Livestream gezeigt haben, wo ihr eben aus der Ego-Perspektive durch sehr minimalistisch anmutende Gebiete lauft und eben einfach nur einen Knopf habt und das ist halt Springen und mehr müsst ihr nicht machen. Ist deswegen auch für unterwegs, für so Android- und Tablet-Geräte sehr passend und ist für zwischendurch ziemlich, ziemlich cool. Neverending Nightmares waren wir keine so großer Freund von bei Time to 3. Das hat bei uns einfach nicht so ganz funktioniert, hat uns nicht erschrocken. Ich fand das spielerisch ziemlich, ziemlich lahm, hat mich ziemlich gelangweilt, um ehrlich zu sein. Und wenn ihr das spielt, dann auch nur auf dem PC, weil für unterwegs, da geht dann sämtliche Atmosphäre flöten. Die anderen Spiele habe ich leider nicht gespielt, kann deswegen nicht ausführlich darüber reden, aber allein wegen Beat Buddy und Photonica solltet ihr auf jeden Fall zugreifen, gerne auch mit ein paar Euro mehr. Das war umsonst gezockt für heute. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen warm hier drin geworden, wie ich mache jetzt gleich einen Livestream, muss hier gleich noch ein paar Sachen aufbauen, alleine ohne Tom. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Naja, schönen Tag noch, ganz, ganz viel Spaß mit all den Spielen. Super Angebote diesen Monat, wirklich. PlayStation haut richtig, richtig, richtig raus mit ihren Spielen und auch bei der Xbox gibt's mit den beiden 360-Titeln und mit Ground Zeroes so einige coole Angebote. Ganz, ganz schönen Tag noch. Habt ihr gerade meinen Bauch gesehen? Ich hoffe nicht. Auf Wiedersehen und tschüss. Haben wir es doch noch für den August geschafft, eine Folge von Umsonst gezockt rauszubekommen. Puh, das war ein bisschen knapp, wie angekündigt. Das war jetzt halt vor allen Dingen wegen der Gamescom und dann den nachfolgenden Verzögerungen mit Urlaub und hast du nicht gesehen. Allerdings sollte es dann ab nächsten Monat wieder früher und rechtzeitiger kommen, ab dem September. Auch wenn das jetzt allerdings ein bisschen später kommt, glaube ich, hat das schon so seinen Sinn, weil ja einige von euch sicherlich die Dinge einfach runterladen werden. Und dann könnt ihr jetzt nachgucken, welche von denen ihr dann tatsächlich spielen wollt. Auf der PlayStation und auf der Xbox. Bis dahin könnt ihr euch hier noch zwei weitere Videos angucken. Drei weitere. Einmal mir dabei zugucken, wie ich hier auf Metal Gear Solid 5, den Launch-Trailer, reagiere. Dann haben wir noch den letzten Podcast, wo ich mit Helen und Niklas über ihr Entwicklerstudio Bare Hands und über ihr erstes Spiel Grand Values Monaco geredet habe. Und was wir als drittes reinmachen, gucke ich. Vielleicht habe ich schon den Livestream zu dem Zeitpunkt fertig. Vielleicht aber auch irgendwas anderes. Mal schauen. Schönen Tag noch und tschüss.